ich wieder in Oslo. Ja, wieder 2-3 Wochen rum mit viel Ereignis. Also, da war ich dann fertig oben in Skibotn mit diesem Covid-Test-Kurzzeitjob. War echt okay. War sehr, sehr interessant. Ich habe viel gelernt. Also wieder mal über Leute und ja, wie man eben an schwierige Situationen herangeht. Und manche, die waren da gut drauf, die haben das alles einfach, besonders die Finnen haben sich da hervorgetan, die waren da immer gut gelaunt und vor allem extrem freundlich, haben sich bedankt, wenn man ihnen den Test da gemacht hat. Und das war ja nichts Angenehmes, das war ja, also den Test, den wir da verwendet hatten, der musste ziemlich lang in die Nase reinstecken. Das war nicht so angenehm. Und also für die Leute. Die neueren Tests, die sind ja noch einfacher. Da muss man nur vorne an der Nase die Proben nehmen. Die sind nicht so unangenehm. Naja, wie auch immer. Also da war die Bandbreite der Menschen, die sich da haben testen lassen müssen, um halt eben einreisen zu dürfen. Also die, die nicht vollkommen geimpft waren. Die Bandbreite der Leute, das war schon sehr groß. Also da, also mit der Grundeinstellung. Manche, die haben ein Gezeter abgehalten. Und überhaupt, und Menschenrechte und Anwalt angerufen und weiß der Harras, was alles Mögliche veranstaltet, um da, um die 5 Minuten, die das Ganze dauert, also davon vielleicht 10 Sekunden den Stab da in der Nase zu haben, bis hin zu den Leuten, die halt wirklich gut drauf waren. Und ich würde mal von denen erzählen, die wirklich gut drauf waren. Also was das alles halt einfach gemacht hat. Erstens mal hatten die in der Regel eine weniger unangenehme Erfahrung. Ganz einfach, weil die ganzen Atemwege, durch das Lachen, war wohl alles auf. Und ganz besonders toll, also war ein italienischer Vater, der mit 2 Kindern, 10 und 8 Jahre, und die waren so positiv eingestellt, unglaublich. Die Kids, die haben sich fast geprügelt am Fenster, wer denn jetzt zuerst vom Nikolaus getestet werden durfte. Also war echt der Hammer. Und da gab es viele von. Also wenn man einfach mal ein bisschen positiver an eine Situation rangeht, dann ist es auch nicht so schlimm. Man bildet sich ja vieles ein. Und es kitzelt halt in der Nase. Verletzt habe ich da keinen. Habe da auch von niemandem gehört, der da verletzt wurde oder sonstiges. Das ist ja einfach nur ungewohnt. Genau wie kitzelt an den Füßen. Ist ja auch eine Einstellungssache, sagen manche. Also ich bin manchmal kitzlig und wenn ich keinen Bock drauf habe, bin ich nicht kitzlig. Ist ganz komisch. Da sind wir dann bei dem philosophischen Thema. Ich kriege ja ab und zu mal so Fragen, ja Mensch, wie machst du denn das? Und kriegst du denn überhaupt Rente irgendwann? Und ja, mein Gott. Also erstmal, ich bin selbstständiger Einzelunternehmer und mache halt alles Mögliche. Von Webseitendesign bis hin zu diesen Kursen für Tontechnik zu geben, Lüttechnik auf Norwegisch, also Akustik. Und ja, ab und zu dann arbeite ich noch als Angelguide. Ja, alles Mögliche. Viel verdiene ich dann nicht bei. Mein Budget im Monat ist 100.000 Euro, womit ich hinkomme. Also inklusive Autoversicherung, Sprit, also Diesel, Propan für zum Heizen und Essen. Und da liege ich zwischen, wenn es richtig gut geht, 600 bis 1.000 Euro. Also ich sage immer, 1.000 Euro ist so der Deckel. Also wenn ich da drüber komme, dann muss ich aufpassen. Dann muss ich mich richtig rumheben. Aber irgendwie um die 1.000 Euro zu verdienen im Monat, also da muss man sich nicht bekloppt machen für. Wirklich nicht. Und der Punkt ist ja einfach der, egal wie viel ich verdient habe, ich war Geschäftsführer mit 6 Angestellten in Deutschland von einer amerikanischen Firma. Ich hatte keine Budgetgrenzen, was Kunden,
ausführen und Firmenfahrzeug anbelangt und so weiter. Ich musste halt nur sehen, dass die Bude rund geht. Ja, und egal wie viel Gehalt ich da hatte, und es war einiges, war ich gutes Gehalt, das war genauso all. Also man hat sich dann halt viel mehr Mist gekauft. Noch einen größeren Fernseher, eine dritte Lederjacke. Damals waren Lederjacken noch schwer angesagt. Und ein bisschen Unsinn. Aber dafür habe ich dann 80 Stunden die Woche gearbeitet. Bis zu. Also habe nur gearbeitet. Nur gearbeitet und hat mir auch Spaß gemacht. Aber das Geld war genauso all im Prinzip. Man braucht ja das auch, was man hat. So, wenn man dann also sich einen Lebensstil ausdenkt, also dann müssen wir eigentlich mal von dem Konto ausgehen, was man hat. Und das einzige Konto, was zählt, was wichtig ist, ist dein Zeitkonto, habe ich mir irgendwann gesagt. Wenn der Sensenmann an die Tür klopft, dann kannst du ihn fragen, kann ich noch mal 5 Minuten extra haben? Nicht eine Sekunde. Das ist rum. Feierabend. Das kann ganz plötzlich sein oder sich über Jahre hinziehen, habe ich mit meinem Vater gesehen. Der hat sich krumm gemacht und Rente und der musste irgendwie sparen, immer sparen, sparen, sparen und hat sein Haus abbezahlt in den 60er Jahren innerhalb von 10 Jahren. Da muss man sich mal reintun. Der hat sich vollkommen bekloppt gemacht. Ja, und als er dann in Rente ging, da war Parkinson krank. Da hat er 20 Jahre dahin gesiecht, weil als er festgestellt wurde, da war er noch nicht so weit mit der Parkinson-Forschung. Ja, den haben sie dann mit Psychopharmaka vollgepumpt und er war gar nicht mehr sich selbst. Ja, was machst du denn da? So, und das steckt mir natürlich im Kopf drin. Dein Zeitkonto. Du weißt nie, wann dein Zeitkonto rum ist. Das eben musste Zeit sparen. Da musst du ganz, ganz vorsichtig und sparsam mit umgehen. Genau überlegen, was machst du denn mit deiner Zeit. So, und dann setzt man sich mal hin und macht sich, wenn man so ein Nerd ist wie ich, halt eine Excel-Tabelle und schreibt sich alles auf, was man denn so braucht, was man wirklich braucht. Brauchst du einen Steg jeden Tag? Ich nicht. Einmal im Monat vielleicht. Mag kein Fleisch. Muss nicht sein. Ist auch nicht unbedingt gesund. Fang mal da an. Brauchst du ein dickes Fernseher oder langt das eigentlich mit einem ordentlichen Laptop? Wie groß muss dein Haus sein? Brauchst du überhaupt ein Haus? Da fällt mir immer der George Carlin zu ein. Und der hat gesagt, ja, ein Haus, das ist nur, damit man Dach hat für das ganze Zeug, was man nicht braucht, was man mit Geld, was man nicht hat, gekauft hat. So ist es ja. Guck dir an, wer alles auf Kreditkarte lebt und sich eigentlich nur noch für die Zinsen krumm macht und die Zinseszinsen und den ganzen Quatsch. Ja, da kommt dann das Vanlife halt in das Spiel. Und jetzt bin ich hier gerade am Räumen und am Machen und am Tun, weil ich kriege ja Zuwachs. Da kommt ein Hündchen, ein Hund mit ins Auto. Und da muss ich mal dann komplett durch den Karren durchgehen und überlegen, wo kann ich denn noch Platz schaffen und was brauche ich denn wirklich alles. Ist unglaublich, wie viel ich noch gefunden habe nach einem Jahr von Zeug. Das hattest du, hast du nie gesucht, hast du nicht einmal angerührt. So viele Klamotten, was sollst du mit 5 Jeanshosen? Und so weiter und so fort. Ja, also man kommt mit echt wenig aus. Ja, das sind so die Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen sind, als ich dann die 1000 Kilometer von Skibotten nach Skålestrøm gefahren bin, wo ich eine Woche mit 2 Gästen geangelt habe. Die kamen aus Prag, das war ein Arzt mit seinem Sohn, gebürtiger Amerikaner, der Sohn in der Tschechei geboren, mit einer tschechischen Frau. Und ja, war super toll. Und der Mann, der hat ein super tolles Verhältnis zu seinem Sohn. War wirklich eine klasse Nummer. Da war ich schon ein bisschen neidisch. Weil das habe ich verpasst. Als ich 80 Stunden Woche die Woche für irgendwelche Amis gearbeitet habe. Aber
Wie auch immer, jedenfalls die Angelei, das war toll, war wieder super Natur. Und ja, dann am Sonntagmorgen da losgeeiert, zusammen mit dem Elch aufgewacht, der war noch am Grasen, also ich bin dann so um 6 aufgestanden. Alles zusammengepackt, hupdihupp, nach Oslo gefahren, mich an der Grenze zur Sicherheit nochmal testen lassen, dass man auch wenn man geimpft ist, kann man dann ja den Virus transportieren. Bin dann am Montag meinen neuen Hund besuchen gefahren. Und den hole ich am Sonntag ab. Und was da alles noch so passiert, das könnt ihr euch dann in der nächsten Folge anschauen. Und abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.